So, hey ho ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, nachdem wir beim letzten Mal ordentlich aufgeräumt haben in Denerim, warum ist uns Slim Coldry eigentlich noch markiert? Hat der etwa noch was für uns? Viel Glück in Frenderas Anwesen, Wächter. Das ist der Haupttreffer. Das ist ja sonderbar. Die Quest ist aber abgeschlossen, oder? Moment, das müsste doch unter Denerim laufen. Ja, wir haben alle Aufträge erfüllt. Naja, dann ist das irgendein Bug, dass er noch markiert ist und uns Glück in Frenderals Anwesen wünscht. Okay, haben wir auf der Anschlagtafel was Neues? Nein, haben wir nicht. Gut, dann war ja der Plan, dass wir mal ins Gruppenlager zurückkehren und da ein paar Schwätzchen halten, beziehungsweise unsere Leute mal ein bisschen ausrüsten, soweit es denn möglich ist. Schauen wir mal. Weltkarte, bitte. Das Dorf Redcliff leuchtet wohl, weil wir da den nächsten Abschnitt der Hauptquest beginnen würden. Nach Schloss Redcliff können wir nicht mehr direkt. Aha. Gut, ich würde sagen, von Redcliff halten wir uns dann mal fern. Allerdings, sprach die Sphinx, da wir am Kaelenhardsee ja noch sowas für unsere dubiosen Freunde zu erledigen haben, reisen wir doch mal gerade schnell dahin. Das dürfte ja gleich erledigt sein. Bingo, da sind wir schon. Und da unten steht der hagere Frank. Ihr seid also ein Mädchen aus Ferelden, das beschlossen hat, in Orlais zu leben. Ich habe nicht beschlossen, in Orlais zu leben. Meine Mutter hat mich dorthin mitgenommen. Ich weiß, was ihr von den Orlesianern haltet, aber ich bin keine von ihnen. Aber so gut wie. Ihr seid dort aufgewachsen, teilt ihre Ansichten und Werte. Ich habe eure Gespräche mit den anderen gehört. Ihr haltet Ferelden für unterentwickelt und kaum zivilisiert. Nein, das stimmt nicht. Ihr habt euch den Anschein einer aus Ferelden gegeben. Aber unter der Oberfläche seid ihr durch und durch Orlesianisch. Ah ja, unser neuer Wächter meldet sich zu Wort und auch hier natürlich wieder mit seiner Paranoia vor den Orlesianern. Ja, mit Loghain, das werden interessante Gespräche. Aber zunächst muss der hagere Frank... Ah ja, ich sehe schon. Ein ironisch gemeinter Name. Der hagere Frank muss dran glauben. Er bekommt sein Fett weg. Sie sind von der Gilde. Den da haben Sie angeheuert. Haltet sie auf! Ja, eine tolle Feststellung. Dann gibt's einmal Geistschlag. So, und da ihr gerade so schön in Reih und Glied steht... Glied. Wer rückt denn da an? Ach, ein Templer möchte scheinbar mit uns kämpfen, wo immer der auch herkommt. Wie schön, dass der Templer auch kein Schwert hat und mit bloßen Fäusten zuschlägt. Na gut, der hagere Frank wäre erledigt. Ein sehenswertes Boot. Ach ja, was zum Dranpinkeln für unseren Hund. Der Beutel der Gemeinschaft hat auch nichts mehr. Nee,
Ich erinnere mich aber, dass wir in Redcliffe einem Templer etwas übergeben sollten. Das könnte schwierig werden, wenn dort die nächste Etappe der Hauptquest spielt. Eventuell können wir diese Quest nicht mehr abgeben. Gut, dann hätten wir das da hinter uns gebracht. Kehren wir ins Gruppenlager also zurück. Ich war gerade am Überlegen, da wir hier sind, könnten wir auch direkt auf Ben Laurels Ländereien gehen. Das würde sozusagen den DLC einleiten, Rückkehr nach Ostagar. Aber wir gehen erstmal ins Lager. Oh. Ich dachte, was war das denn für ein Geräusch? Da lag dann Lelianas Wolf tot rum. Gut, scheinbar passiert das also, wenn man mit ihm ins Gruppenlager zurückkehrt. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. So, es ist eine Weile her, dass wir hier waren. Hat unser liebes Hündchen denn was Neues? Nö, er ist einfach glücklich und will spielen. Ja, dann streicheln wir ihn mal. Und lassen ihn in Ruhe. Übrigens ein sehr schön animiertes Hündchen und auch ausmodelliertes Hündchen. Möchte ich mal nur so erwähnen. Gut, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wer ist zuerst dran? Natürlich Loghain, schätze ich mal. Allerdings möchte ich dann gerade mal schauen. Wo ist er denn? Hier ist er. Erstaunlicherweise sind wir bei ihm neutral. Ich hätte ja eher gedacht, wir starten in einem sehr viel schlechteren Wert. Aber es ist ja auch gar nicht großartig mein Bestreben, unbedingt seine Zuneigung zu gewinnen. Solange er für uns kämpft, ist mir alles recht. So, was wollte ich schauen? Ich wollte schauen, ob wir eine bessere Waffe für ihn haben. 1064, Rüstungsdurchdringung, Angriff, Kälteschaden. Die dürfte besser sein. Und das Ding hier, ja, auch nicht schlecht. Rüstungsdurchdringung, Schaden plus 2. Ja, da bin ich ja fast dafür, das Ding auszurüsten. Wie schaut's denn aus? Kann man unter dem Schild schlecht sehen, aber es scheint wieder so eine Art abgespacedes Fantasy-Schwert zu sein. Ziehen wir ihm einfach mal den Schild aus. Ja, ich glaube, das Modell hatte Ogryn schon mal als zweihändiges Schwert. Ich finde ja solche Fantasy-Schwerter meistens ein bisschen, ja, unschön möchte ich nicht sagen. Sie sehen natürlich irgendwie schön aus, aber meistens sind sie dann schön, aber nutzlos. Also zumindest, wenn man es genau nehmen dürfte. Die ganzen Widerhäkchen und Verästelungen hier, die würde kein Mensch wirklich ernsthaft im Kampf benutzen. Allein schon diese rausstehenden Widerhaken sehen ja cool aus, aber damit verkeilt man sich sicher wunderbar in der Rüstung des Gegners und reißt sich somit sein eigenes Schwert aus der Hand. Aber was fachsimple ich hier über Waffen? Haben wir irgendein Amulett für Loghain? Nichts wirklich Brauchbares? Das war sein Schwert. Ja, okay. Ich sehe schon. Wir haben sowieso viel zu viel Gelumpe. Packen wir also mal ein bisschen was weg.
Wobei haben wir vielleicht in unserer magischen Truhe ein Schwert, das besser zu ihm passen würde. Wir hätten da noch Sternenreißer. Das könnten wir ihm natürlich geben. Das wäre eine Idee. Das Kultistenlangschwert ist auch gar nicht mal so schlecht. Also wir haben schon verdammt viele gute Schwerter. Fast schon viel zu viele. Die Nichtsklinge ist, glaube ich, nur für Magier. Denke ich mal. Ja, wobei, so toll ist sie nicht. Egal. Rüstung. Rüstung. Haben wir irgendwas an Rüstung? Ich schau mal nach Brustpanzern. Die antike Elfenrüstung sicher nicht. Die Kultistenrüstung. Ja, Kälteresistenz. Minus Erschöpfung. Das wäre natürlich was für uns. Wir leiden ja gerade sehr unter unserer Erschöpfung. Das dürfte Alistairs alte Rüstung sein. Das ist wohl die Moloch-Rüstung. Ja, ich sehe schon, wir haben hier nichts wirklich Tolles. Egal, ich wollte ablegen. Und zwar den ganzen Weight-Kram. Also seine super tollen Rüstungssachen. Könnten wir natürlich auch überlegen, sie Low-Gain zu geben, aber die Werte darauf sind jetzt nicht so doll. Nö, hauptsächlich Feuerresistenz und Ausdauerregeneration ist natürlich nicht schlecht, aber andere Werte finde ich da wichtiger. Wobei, schauen wir uns nochmal die Brustrüstung an. Gesundheitsregeneration, mehr Mana, ist gar nicht mal so schlecht, aber legen wir sie mal weg. So, Dankensschild kommt in unsere Truhe. Und dann haben wir wohl alles abgelegt. Den Rest dürften wir verkaufen. Wobei, Loghains Schwert legen wir mal weg. Ja, das passt. Hauptmann Catrim, wer ist er denn? Er ist wahrscheinlich, der Vertreter von Emens Armee oder der Armee von Ferelden generell. So, komm mal her, Loghain. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Schwerter. Das ist ein Zweihänder, der kann auch weg. Sternenreißer. Mehr Grundschaden. Drei Schaden, drei Geschick. 5 Rüstungsdurchdringung. Ja. Wisst ihr was? Loghain bekommt den Sternenreißer und damit wäre das geklärt. Das heißt, wir legen den Krempel in unsere Truhe. Ist die etwa voll? Ich glaube, wir haben es geschafft, unsere Truhe zu füllen. Allen Ernstes? Na super. Okay, ich dachte wirklich, die hätte keine Grenze, die Truhe, aber offenbar schon. Gut, dann verkaufen wir ein bisschen was. Ah! Dass ich euch hier treffe. Ich hatte Gerüchte gehört, dass Radcliffe wieder für Geschäfte geöffnet ist, aber dennoch. Ist das nicht beeindruckend? Welch eine Betriebsamkeit! Der Aal war so freundlich, meinem Sohn und mir im Austausch für Vorräte eine Unterkunft anzubieten.
Ich freue mich, ihm zu helfen. Und euch natürlich auch. Bitte sagt es einfach, wenn ihr Interesse an meinen Waren habt. Sollte dieser Text von Bodan hier kommen? Eventuell hätten wir ihn an einer anderen Stelle später treffen sollen und da diesen Text hören sollen. Naja, egal. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Natürlich, natürlich. So, Wir verkaufen das Großschwert. Diesen Streitkolben, das Ding, Eispfeile, naja, von mir aus. Rüstung. Ja, kann weg. Schwere Kettenrüstung kann weg. Der Holzschild kann weg. Mein Gott, wir sind immer noch so beladen. Ah, wir haben jede Menge Runen. Die könnten wir natürlich noch spenden. Diese Vase kann mal weg. Die Drago-Schuppen, die brauchen wir nun auch nicht mehr. Geistscherbe sowieso nicht. Ja, wir schleppen noch jede Menge Waffen mit uns rum. Und nun, da unsere Truhe voll ist, wird das ärgerlich. Dann verkaufe ich mal den Dolch hier noch. Äxte. Na, kann weg. Da ich Zephrim sowieso keine Axt geben möchte, kann die auch weg. So. Hat Bodan denn noch irgendwas Neues hinzubekommen? Ich schau gerade mal nach den Preisen. Nö, es ist jetzt nichts exorbitant Teures dabei, was mir ins Auge sticht. Offenbar hat er also nichts Neues, auch bei Schmuckstücken nicht. Na schön. Ein Buch der körperlichen Methodik. Nur Krieger oder Schurken. Gut, das brauche ich gar nicht erst zu kaufen. Dann lassen wir das mal. Und führen mal ein kleines Schwätzchen mit unserem Low Gain. Ich habe euren Test bestanden. Das Schicksal hat einen seltsamen Sinn für Humor. Ihr haltet mich sicher für eine Art Monster, zumal ich auch noch euer Ritual überlebt habe. Ihr schlagt auf mich ein und ich sterbe einfach nicht. Tja, das ist wahrscheinlich Karma. Du hast einiges wieder gut zu machen, hm? Als nächstes setze ich vielleicht Magie ein. Oh, das haben wir doch schon getan. Ich halte euch nicht für ein Monster. Naja. Wenn ich euch verachte, dann deshalb, weil ihr es verdient. Ich hatte gehofft, ihr würdet beim Beitritt sterben. Eigentlich nicht. Tatsächlich halte ich ihn gar nicht mal so sehr für ein Monster. Er ist nur völlig verblendet von seiner Paranoia gegenüber Orlais. Und ich habe es ja schon des Öfteren angesprochen. Ich glaube wirklich, dass er für sich so in seinem starren Blickwinkel dachte, er tut was Gutes. Also ich halte euch nicht für ein Monster. Ihr seid ein schlechter Lügner. Trotzdem nett, dass ihr das sagt. Wir müssen die Sache zwischen uns irgendwie bereinigen. Sonst kann keiner vernünftig arbeiten. Wie wollen wir es machen? Wie wär's mit Armdrücken? Wegen euch habe ich Alistair verloren. Das stimmt, wir werden zusammenarbeiten müssen. Ja, das sowieso. Tut einfach, was ich sage. Geht mir einfach aus dem Weg. Och, wollen wir mal ein bisschen quengeln? Wegen euch habe ich Alistair verloren. Ja, dafür könnt ihr mir später danken. Ich weiß nicht, was für eine Zusage ihr von mir wollt, Wächter. Mein Wort wird euch ja sicher nicht reichen. Sein Wort? Nein, nicht unbedingt.
Ich muss wissen, dass ich euch vertrauen kann. Ja, das sollten wir besser irgendwie wissen, ob wir ihm vertrauen können. Ich meine, er könnte sich ja bei erstbester Gelegenheit aus dem Staub machen. Ihr seid jetzt ein grauer Wächter, wisst ihr? Ja, das ist wieder unser großartiges Talent, das Offensichtliche festzustellen. Ich sage mal, ich muss wissen, dass ich euch vertrauen kann. Das kann ich nicht beweisen. Entweder bin ich vertrauenswürdig oder ich bin es nicht. Es wird Zeit, dass wir zum Punkt kommen. Was wollt ihr von mir? Ihr habt mein Leben beim Landting sicher nicht zufällig verschont. Ihr habt etwas mit mir vor. Oh, er ist mir auf der Schliche. Ich gebe euch eine Chance und will, dass ihr sie nutzt. Sagt ihr es mir, was wollt ihr? Es geht hier doch nicht darum, was er will. Ich habe euch Gnade erwiesen. An meiner Seite wollte ich euch eigentlich nicht. Der Tod wäre zu einfach. Eure Strafe ist ein Leben als grauer Wächter. Ich möchte, dass ihr euch noch etwas nützlich macht, bevor ich euch in den Tod schicke. Das ist hart formuliert, aber es ist im Grunde das, worauf ich hinaus will, ja? Ich sage mal, ich gebe euch eine Chance und ich will, dass ihr sie nutzt. Zu meinem Glück war ich stets ein Mann, der seine Chancen genutzt hat. Die Ironie der Situation bleibt mir durchaus nicht verborgen. Das alles habe ich verschuldet. Ob ihr es besser macht oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber wenn ihr es beenden könnt, Wächter, werde ich euch folgen. Das schwöre ich. Gut, ja, ihm geht's wahrscheinlich darum, sein geliebtes Ferelden zu retten. Und wenn er das jetzt als grauer Wächter tun kann, dann wird er wohl nicht zögern, das zu tun. Ich glaube ja nicht mal wirklich, dass es ihm irgendwie um persönliche Macht gegangen ist. Das war Mittel zum Zweck, denke ich mal. Es freut mich, dass ihr bei uns seid. Na, wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir finden einen Weg, um die Verderbnis zu beenden. Ihr könnt im Lager bleiben. Mehr dürft ihr nicht erwarten. Ja, du kannst auf der Hundedecke schlafen. Ich sage mal, wir finden einen Weg, um die Verderbnis zu beenden. Dann möge uns Andraste helfen. Wir sollten jetzt nicht mehr davon sprechen. Es ist Zeitverschwendung. Oh, ho ho, plus 15 ist ja erstaunlich. Dabei habe ich nicht mal wirklich versucht, nett zu sein.